Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zu meinem neuesten Angezockt, diesmal mit Darknet von E. McNeil. Der ist sowohl Developer als auch Publisher. Thank you very much for the key, Mr. McNeil. Or Miss McNeil, don't know. Or Miss. Jedenfalls, das Spiel ist ein Indie-Strategiespiel und ein Puzzle-Spiel. Es geht ums Hacken, wie man vom Namen her vielleicht schließen könnte. Und das Geile ist, ich habe zwar keine VR-Brille, aber dieses Spiel ist auch VR-kompatibel. Erkennt man, kann man sich vielleicht ein bisschen erschließen anhand der Kameraführung. Also ich bewege nur meine Maus die ganze Zeit so. Und wir schauen mal rein. Welcome to Cyberspace. You have been contracted to retrieve data from a secure network. First, you will need to hack a vulnerable node. Look at a small node and select it to begin. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die hier. Your basic tool of hacking is a virus. You can inject the virus into any of the blue antivirus programs. To begin hacking, select an antivirus program. Gut, nehmen wir mal das hier. To capture this node, the virus must spread into the core, shown in yellow. Select the core to inject the virus. Ah ja. The antivirus programs will destroy the spreading virus as soon as they come into contact. Ach so. You must inject the virus elsewhere to capture this node. Press the back button to restart your hacking attempt. Okay, dann starten wir mal neu. Das heißt, der funktioniert schon mal nicht. Versuchen wir es mal. Was ist das denn? Ah, das ist unser Virus. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit dem. Guck mal, ob das soweit klappt. The virus has successfully reached the core. This node and its monetary assets are now under your control. Press the back button to exit the node. Way, jetzt krieg ich Geld. You now have additional funds, which you can use to purchase software. Press the back button to open the menu. Alles klar. Purchase additional viruses to improve your hacking abilities. Gut, dann kaufen wir uns noch einen weiteren Virus. Press the back button to close the store and continue. You can now select a new node to hack. A node's security is based on its size and the number of firewalls protecting it. Firewalls are represented as rings rotating around the node. The smaller the node and the fewer the firewalls around it, the easier it will be to hack. Gut, dann würde ich sagen, hacken wir erstmal ein paar kleinere Nodes um uns herum. You now have multiple viruses. You can inject one virus at a time or inject multiple viruses at once. Both strategies will be necessary to capture more secure nodes. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Versuchen es mal mit dem einen, das müsste eigentlich passen. Jawohl. Zack, jetzt haben wir $2,300 auf dem Konto. Sehr schön. Okay, auf zur nächsten Node. You can also purchase Hydras, a special type of software. Hydras can capture nodes without the need to hack them manually. Open the menu and purchase a Hydra now. Oh, wir können uns eine Hydra kaufen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Zack. To install the Hydra, select one of your captured nodes. Okay, fangen wir mal da an. Das ist ja mal recht. Oh, geil. Capture nodes that are not protected by a shield. Das ist ja mal mega gut. Spread through the network and capture any node that does not have a shield around it. Krass. Ja gut, dann würde ich sagen, ja, wir gehen mal wieder zurück. Wir nehmen uns dann mal den hier vor, auch wenn er ein Schild hat. Armor. Moment. Der hier müsste passen. Versuchen wir es. Nein, doch nicht. Verdammt. Okay, nochmal von vorne. Wir versuchen es mal mit den beiden da. Ja, erwischt. Sehr schön. You can now afford to purchase another virus.
Since viruses are not consumed upon use, they represent a permanent upgrade and are therefore your most important purchases. Okay, also für die, die das jetzt nicht verstanden haben, man kann sich ein Virus immer dazu kaufen. Und das ist ein dauerhaftes Upgrade, weil die verbrauchen sich nicht. With more viruses, you can capture larger and more secure nodes. So. Dann gehen wir mal hier hin und schauen mal, was wir hier so Feines haben. So, wir greifen mal von hier an mit beiden. Und geschafft. Sehr schön. Einer hätte zwar auch gereicht, aber hey, mein Gott, wir haben die Viren. Also von daher können wir auch ein bisschen mehr raushauen. Jetzt haben wir sehr viel Gold. Das ist schön. Ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht mal noch ein Virus zulegen und dann sollten wir uns mal einen mit einer Firewall wagen. Some nodes contain highly valuable data, shown in green. These nodes are worth much more money than other nodes of their size. So, ich würde aber sagen, wir holen uns erstmal noch eine Hydra dazu und... So, dann würde ich sagen, Moment, die Hydra nehmen wir einmal. Und die platzieren wir jetzt einfach mal hier. Zack, so, jetzt haben wir mal wieder hier hinten schön uns einiges hinzugeholt. Fast alles, was holen können. Ach, aber hier hinten ist ja doch einiges, gut. Dann würde ich sagen, wo hacken wir uns rein? Wir hacken uns hier rein, in den ganz großen. So, wir haben 4 Viren, das ist schön. Oh Mist, das wird aber schwierig. Ich versuch's einfach mal, wenn ich hier die ganze Ecke voll mache. Ich glaube nicht, dass es klappen wird, aber... Nope. Leider nicht. Boah. Okay, das ist echt hart. Nee. Ich glaube, ich schaffe den noch nicht. Da fehlen mir noch ein paar Viren für. Sentinel nodes add shields and one firewall to all connected nodes. Capturing a sentinel node will therefore make the nearby nodes more vulnerable. Ja, okay, das ist ja aber nicht so schlimm. Wir hacken uns jetzt erstmal die Sachen drumherum, dass wir ein paar mehr Viren freischalten. So, versuchen wir es mal so. Ja, das sollte passen. Wunderbar. Gut, 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 gut. So. You now have access to exploits. Exploits can be used to make the network more vulnerable. Okay, gut. Holen wir uns mal ein Exploit. Use the exploit on a sentinel node to remove shields and firewalls. This will make the network more vulnerable to viruses and hydras. Okay, dann machen wir das mal eben. Zack. Schön. Okay, versuchen wir uns jetzt mal den Dicken hier zu holen. So viel Verbesserung sehe ich jetzt hier gerade offen gesagt nicht. Okay. You have excess funds available. Use your accumulated funds to purchase more software. It is usually advantageous to use all of error. So, wir machen das ja eben so. Und holen uns das jetzt einfach mal darüber. So, noch ein Virus. Jetzt haben wir 6 Viren. Das ist schon mal gut. Da lässt sich wesentlich mehr mit anfangen. So, das dürfte aber jetzt locker passen. Jupp, check. Wunderbar, wieder 12.200 für uns. Mein Gott, jetzt haben wir aber viel Kohle hier. Heidewitzka. Your ultimate goal is to capture the root node, which contains the target data. The root node is shown with a green shield. Gather more viruses, weaken the root node security, and when you are prepared, acquire the data. Okay, das heißt, das hier ist unser Hauptziel, die Root Node. Und ich würde sagen, deswegen sollten wir uns mal hier in diese Richtung vielleicht weiterentwickeln.
Oh je, das wird schwer. Aber ich glaube... Ja, vielleicht dürfte der hier reichen. Mal schauen. Jawohl, wunderbar. Der war jetzt doch relativ simpel. 262.000, meine Fresse, sind wir reich. A captured node removes one firewall from every connected node. Ah, okay. You can therefore weaken a highly secured node by capturing those surrounding it until all firewalls have been removed. Okay, gut, dann nehmen wir mal wieder eine Hydra. Kaufen uns ruhig eine noch dazu, wir haben ja genug. Und starten die einmal hier rüber, sodass wir wieder alles drumherum klauen. So, wunderbar. Jetzt ist hier alles schön lullifarben. Juhu, ein weiterer Virus. So, wo machen wir weiter? Wir könnten... Ach komm, wir schauen uns mal den hier an und holen uns dann vielleicht da den dicken. Wir machen es mal so, dass wir hier alles unten einnehmen und das dürfte auf jeden Fall reichen. Jawohl. Zack. Und wieder 12.000 für unser Konto. Sehr schön. So, dann um den Dicken da noch zu schwächen, machen wir nochmal hier weiter. Na, den brauchen wir nicht. So, komm. Eigentlich hätte der, glaube ich, auch schon gereicht, aber egal. Wir haben es ja, ne? Von daher sollen wir ruhig mal ein paar Viren draufhauen. So, wir nehmen den hier als nächstes. Moment. So, wir machen jetzt mal die volle Bandbreite hier. Und geschafft. Sehr schön. Wieder 11.200 für uns. Zack. Wunderbärchen. So, dann versuchen wir doch mal den Dicken hier. Moment, wie viele Viren habe ich? 7 Stück. Da oben habe ich 7 Dinger. Das ist doch perfekt. Das sollte dann soweit passen. Ha, geschafft. Boah, dann auch noch 15.000. Meine Fresse, das ist doch mal viel Schotter. So, dann schauen wir doch mal. Okay, einen weiteren Virus können wir uns leider nicht leisten. Was war noch mein Exploit? Ach genau, da macht die Sicherheitssachen platt. Ah, komm, holen wir uns mal so einen Exploit. Können wir den da draufhauen? Boing. Oh, perfekt. Holen wir uns noch mal ein paar mehr Exploits. Error. Exploits can only be used on Sentinel nodes or ICE. So, das ist doch mal perfekt. So, und jetzt holen wir uns eine Hydra und die lassen wir jetzt erstmal unsere ganze Arbeit machen. Und wir fangen hier hinten an. Also, ah, schön, wie die arbeitet. Wunderbärchen, sehr viel Lila, das ist schön. So, dann holen wir uns noch einen Exploit, machen mal hier eben die Firewalls platt. Und da machen wir die Firewalls platt. So, wo noch? Wir brauchen mehr Exploits. Machen wir hier die Firewall platt. Oder erst da vielleicht. Jo. So, viel haben wir ja jetzt gar nicht mehr. Okay, wir holen uns nochmal 2-3 Exploits. If you wish to enter a node, select Bam. From the menu. So, ihr Lieben, ich glaube, wir können es jetzt schon fast den Sack zumachen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wir versuchen es. Fangen wir mal klein an, hier vorne. Zack. Na, da haben wir noch den Schild. Okay, gut. Ein bisschen Arbeit müssen wir auch noch haben. Können wir uns noch ein Virus kaufen? Jawohl. Mein Gott, 13 Viren, sehr schön. Dann lass uns mal die Root Node hacken. Viel mehr bleibt uns ja eh nicht übrig. Was ist das denn?
Okay, ich nehme an, das ist sozusagen eine Abgrenzung, wo sich das nicht hin ausbreitet. Deswegen machen wir mal hier unten. Haben wir noch irgendwo drei alleine? Nein, ich versuche es mal. So. Oh, Korrektur, der nimmt die dann alle auf einmal ein. Aber wir schaffen's. Zack. Bam. Und da sind die gewünschten Daten. Notes captured 117. Damit haben wir fast 6 Millionen zusammen. 13 Viren. Ah, sehr schön. Bam. Wuhu. Was haben wir hier? Ah, okay. Wir können jetzt Upgrades kaufen. Mehr Startgeld. Ja, nehmen wir doch mal das. New VR Netset Gear released. Aha. Okay, Coding. Was ist das? For advanced users only. Sollen wir das mal probieren? Ah, okay. Das sind. Weiß nicht, ob das jetzt Cheatcodes sind oder so. Gut, hier haben wir die Option. Sehr schön. Das heißt, glaube ich, alles nur Tutorial. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Cloud. Und hacken mal eine Runde. Also ich muss sagen, das Spiel so macht schon ziemlich Spaß. Trotz der Casual-Charakter, sag ich mal. Moment. Na, komm. So, wir nehmen erstmal das Netzwerk hier. Wie gesagt, das Spiel macht Spaß. Ich denke alle... Was? Hä? Muss ich hier jetzt was auswählen, oder... Ah, ich muss erst hier eins auswählen. Okay, gut, alles klar. Wir nehmen einfach mal das hier. Also ich kann mir vorstellen, dass das Spiel im VR richtig Bock macht. Was, ich habe einen Timer? If the timer reaches zero, you will not receive any payment for hacking this network. The timer will not start until you begin hacking. So it is recommended that you plan your attack carefully. Okay, wir müssen hier hin. Das heißt, ich sollte vielleicht hier anfangen. So, wir kaufen schon mal eine Hydra. Sollen wir mit der Hydra anfangen? Ich versuch's einfach mal mit der Hydra anzufangen. Ach, Moment, ich brauche ja den ersten. Gut. Wir haben 40 Minuten Zeit. Das sollte, denke ich, reichen. Soweit zumindest die Theorie. Mist. Leider knapp nicht gereicht. Ja, wobei, den lassen wir mal weg. Wir versuchen es mal da oben. Aber ich glaube, der kommt da zu nah ran. Ja, okay, neuer Versuch. Es sei denn, wir machen so. Moment, ich versuche gerade mal was. Und jetzt nochmal. Nein, nicht da. Was haben wir da? Mist, leider auch nicht. Alter. Ach, das. So klappt das doch nicht. Moment, ich muss da rausgehen. Ich versuche mal einen anderen. Ich versuche mal, ob ich hier einen leichteren Zugang kriege. Ja, geschafft. Sehr schön. So. Und dann geht's weiter. Versuchen wir es hier. Ich brauche einfach erstmal ein bisschen Fläche, dass wir an Geld kommen. Moment. So, nur der müsste, glaube ich, reichen. Zack, jawohl. Und 11.000 mehr. Sehr schön. Da können wir doch mal direkt... Na, ein Virus können wir uns leider nicht leisten, aber wir können uns einen Exploit leisten oder zwei. So, dann machen wir es mal hier hin.
Und hier hin. So. Dann hacken wir doch mal dich. Also versuchen wir zumindest. Oh, Mist, 3 wären hier optimal. Kann ich mir schon einen leisten? Einen dritten? Nein, verdammt. Okay, dann müssen wir doch erstmal noch ein bisschen kleiner anfangen. Mist, so schon mal nicht. Versuchen wir es so. Ja, geschafft. Sehr schön. Wieder 1000 mehr. Und die beiden ein bisschen geschwächt. Können wir uns jetzt ein? Nein, noch nicht. Verdammt, ich noch eins. Exploit können wir uns gerade auch keinen leisten. Schade. Ja, gut, wir müssen jetzt versuchen, hier mal weiterzukommen. Ah, 3 war optimal. Da konnte ich mir einfach diese Ecke hier schön hervorbuddeln. Aber ich glaube, so kommen wir noch nicht groß ran. Gut, dann machen wir erstmal mit den kleineren weiter. Hier haben wir wertvollere Dinge drin, das ist schon mal schön. Nope. Was ist denn, wenn wir euch beide... Ja, dann kommt der von da oben, das wird auch nichts. Und euch beide hier unten? Weil hier sind alle anderen so schön weit weg. Ja, das wird was, sehr schön. Und 11.000 mehr. Wunderbar. Können wir uns jetzt einen weiteren Virus endlich leisten? Nein, immer noch nicht. Verdammt. Schade, schade. Versuchen wir es nochmal hier. Ja, wunderbar. Geht doch. Warum habe ich mich davor so schwer getan mit? So, und nehmen wir den nochmal. Schon mal nicht. Versuchen wir es mal so. Nee. Schwierig. Okay, den kriegen wir so nicht. Versuchen wir es mal hier oben. Mal schauen, wo wir den besseren Zugang kriegen. Irgendwo muss ich doch weiterkommen. Na, leider nicht so ganz. Und was ist mit den beiden? Nee. Okay, da reichen meine beiden scheinbar nicht. Ein Exploit können wir uns nicht leisten. Eine Hydra bringt uns gerade nichts. Oh, schwierig, ey. Wir bräuchten einfach. Eigentlich bräuchten wir. Na, Moment, den hatten wir doch gerade. Eigentlich bräuchten wir noch ein Virus. Das wäre optimal. Versuchen wir es jetzt mal hier unten. Jawohl, sehr schön. Einer mehr für uns. Ach, Gott sei Dank, endlich der dritte Virus. Jetzt können wir loslegen. Und mal ein bisschen Rambazamba machen. Und zack. Nächsten für uns geholt. Können wir uns jetzt, glaube ich, auch hier an dem versuchen. Ja, dann nehmen wir nämlich hier unten die Ecke schön. Wunderbar, unser für 5000. Gut, nehmen wir dich hier. Versuchen wir erstmal schön ans Grüne ranzukommen. Oh, das ist schwierig.
Versuch's mal mit der Ecke da unten. Das wird, glaube ich, nicht klappen, aber Versuch macht klug, ne? Na. Wir könnten natürlich versuchen, einen Dummy loszuschicken, der sich opfert. So, Moment. So, und jetzt versuchen wir es mal von hier. Okay, nicht ganz. Wir müssen noch einen kleineren versuchen. Wir brauchen einfach mehr Viren. Jawohl, wunderbar. Okay, what next? Versuchen wir es mal hier oben, da waren wir noch nicht. Sehr schön, und jetzt versuchen wir es mal von ihm aus hier. Jawohl, geschafft, perfekt. So, wieder haben wir die Root Node geschwächt. So, versuchen wir erstmal hier einen Dummy zu zünden. Und jetzt machen wir die beiden hier unten und dann dürfte das eigentlich schon durch sein. Ja, das passt wunderbar. Sehr schön. Und wir haben wieder einen Exploit. Wunderbärchen. Dann hauen wir den nochmal hier rein. Und dann nehmen wir auch mal eine Hydra, dass wir mal hier ein bisschen mehr Masse kriegen. So, sehr schön. So, wunderbar. Jetzt können wir uns direkt noch ein Virus dazu kaufen. Exploit jetzt gerade leider nicht. Versuchen wir mal hier an ein bisschen Kohle zu kommen. So, wie viele Viren haben wir jetzt? 4. Okay. Opfern wir erstmal hier ein. Und wir opfern hier ein und dann versuche ich mal ihn loszuschicken. So, hoffentlich klappt das. Und hoffentlich komme ich da nicht zu nah ran. Nein, das passt wunderbar. 23.000 können wir unser eigen nennen. Herrlich. Gut, dann nehmen wir den hier als nächstes. Moment, ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch ein Virus kaufen kann. Nein, leider nicht. Aber ein Exploit ist mal wieder zur Verfügung. Was ist das hier eigentlich? ICE, aha. Komm, hauen wir den Exploit mal hier rein. Denn so können wir uns direkt mit der Hydra nochmal behelfen. So, direkt noch mal ein bisschen mehr. Und wir haben somit direkt einen 5. Virus. Sehr schön. Ich will mal wissen, was dieses Eis ist. Deswegen versuche ich mich jetzt mal hier dran. So, wir opfern erstmal dich. Dann opfern wir dich. Dann dich. So, und jetzt kommen wir von hier unten und dann ist der Sack schon durch. Beziehungsweise der Sack zu, das Thema ist durch, so rum. Wunderbar, 1,8K. Ach, das kann nur mit einem okay, gut, das wusste ich jetzt nicht. Gut, dann holen wir uns nochmal ein bisschen was hinzu. Ja, ihr merkt, das Angezockt dauert schon ein bisschen länger, was damit zusammenhängt, dass ich das Spiel ziemlich geil finde. Moment. Erst wirst du geopfert, damit hier die beiden verschwinden. Dann opfern wir dich. So, und dann machen wir es so und der Sack sollte zu sein. Jawohl. Zack.
Wieder 1000. Es reicht leider immer noch nicht für einen Exploit. Schade. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir versuchen es einfach. Ich versuche mal da unten gleich an die Noob zu kommen. So, wieder mal ein Bauernopfer. So, und das dürfte jetzt passen. Jawohl. So, weiter geht's mit dir hier. Könnte schon reichen. Ja, reicht auch schon. Sehr schön. Die war einfach. Ich hab gehofft, dass wir uns dadurch einen Exploit freispielen, aber leider ist dem nicht so. So, wir versuchen es mal hier unten rum, damit wir da rankommen. Oh, der war ja sehr einfach. Direkt in die nächste. So. Und geschafft. Sehr schön. So, haben wir jetzt einen Exploit? Nein, immer noch nicht. Schade. Einen weiteren Virus leider auch noch nicht. Dann kloppen wir uns erstmal hier rum weiter. Dürfte sehr einfach sein. Jawohl. Wunderbar. Also ich muss sagen, das macht schon ziemlich Spaß. Also ich kann mich auch gerade schwer losreißen, auch wenn es nur angezockt werden sollte, aber es macht echt tierisch Laune. Zack. So, komm, nimm mal eine Hydra hier. Auch wenn es nur für zwei Dinger ist. Aber egal, so, dann hacken wir dich mal. Obwohl du eine Firewall. Ach, so funktioniert also die Firewall. Okay. Moment, dann sollten wir vielleicht doch erst den Nachbarn nehmen, weil mit der Firewall ist das schon ziemlich doof. So. Und gib ihm, das dürfte es sehr schnell gewesen sein. Jawohl, zack. So, bitte lass mich jetzt mal wieder einen Exploit kriegen. Nein, immer noch nicht. Brrr. Was ist denn da drin? Ach stimmt, ach, das sind unterschiedliche Formen. Okay. Ja, da hätte ich mal vorher vielleicht drauf achten können. So, dann opfern wir dich hier noch. Dann opfern wir dich. So, und jetzt kannst du loslegen und das müsste es dann gewesen sein. Du müsstest dich eigentlich ohne Probleme ausbreiten können. Jawohl. 1 Million, geile Sache. So, und wir haben ein weiteres. Boah, 3 weitere Viren und zwei Exploits. Ja, geile Sache. Dann knallen wir doch mal den Exploit drauf. Zack. Oha. Ach komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, da wir jetzt so viele schöne Viren haben, würde ich sagen, gehe ich mal hier hin. So, erstmal da ein bisschen was opfern. Ja, wobei. Machen wir lieber hier. Jetzt da. So, und du, mein Freund, wirst es jetzt hoffentlich reißen, wenn ich richtig rechne. Müsste aber eigentlich passen. Jawohl. Wunderbar. 318.000. Keine Viren, aber wieder mehr Exploits. Nehmen wir mal den hier.
Okay. Erstmal da oben ein bisschen was opfern. So, schön euch ausbreiten, Jungs. Ihr schafft das. Und Shaka. Sehr schön. Ich sagen, nutzen wir nochmal einen Exploit. Nur wo? Ach komm, hauen wir den mal da rein. So, und jetzt fangen wir hier an, damit wir die Schilde mal platt machen. Ja, das wird ja easy. Komplett von links alles verseucht. Wunderbar. So, Schilde sind down. So, da haben wir noch einen ohne Firewall. Das ist schon mal schön. Zuerst mal hier ein bisschen ein paar Bauernopfer. Zack. Was haben wir denn hier? Ach, egal. Ach komm, machen wir den Sack direkt zu. Wir müssen jetzt nicht hier unnötig Zeit verplempern. Ja, doch, komm, machen wir den. So, hoffentlich wird das jetzt auch was. Und hoffentlich komme ich hier oben nicht... Ach, was war das denn? Das war ja mies. Alter, okay, gut. Da unten sollte ich mich auf gar keinen Fall aufhalten. Ja. Lassen wir den schon mal als Bauernopfer durchgehen. Ach, geil. Hat es trotzdem geklappt. Sehr schön. Cool. Dabei wollte ich den eigentlich nur opfern. Tja, so schnell kann es gehen, ihr Lieben. Mist, wir brauchen mehr Exploits. Okay, gut, dann gehen wir mal zur Root Node. Ich würde gerne das Level hier noch fertig kriegen. So. Ich könnte auch eigentlich mehrere Bauernopfer gleichzeitig machen. Warum mache ich das denn nicht? So. Und du wirst es jetzt reißen, mein Freund. Verbreite dich schön im Darknet. Ah, Wunderbärchen. Und zack, geschafft. Und jetzt haben wir den da unten geschwächt. Das ist schön. Können wir einen Exploit? Nein, für einen Exploit reicht es leider nicht. Wir können aber eigentlich mal eine Hydra zünden. Das machen wir jetzt einfach mal hier. So. Hat jetzt nicht so unfassbar viel gebracht. Aber hey, immerhin, haben oder nicht? So. Dann opfern wir mal dich. Hier machen wir ein Bauernopfer. Und das dürfte dann reichen, weil dann zünden wir hier die beiden. Na komm, den opfern wir nochmal. Nur zur Sicherheit. So, und ihr werdet es jetzt reißen. Ja, schön weiter hacken, 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 hacken. Sehr schön. Machen wir dich hier noch platt. So, jetzt übernehmen wir dich einfach mal von allen Seiten. So, zack. Nur 1000, aber egal. Oh, hast du dein Schild verloren? Oh. Das tut mir aber leid. Sollte ich vielleicht strategischer nutzen? So, das dürfte jetzt reichen, denke ich. Jawohl. Wunderbar.
So, die Root Node ist bald frei. So, du wirst mal Bauernopfer. Danke. So, und wieder schön von drei Fronten nähern wir uns dir. Und geschafft. Sehr schön. Können wir noch Viren kaufen? Exploits? Nee, leider nicht. Aber wir können auch Hydras. Das bringt uns nur leider herzlich wenig. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten noch ein bisschen ringsrum hängen. Und ich würde sagen, wir versuchen das auch einfach mal. So. Und zack, ihr beiden macht das jetzt. Und gehackt. Sehr schön. Dann nehmen wir dich als nächsten. So, zack, 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 zack. Einfach damit uns keiner in die Quere kommt hier. Und geschafft. Sehr schön. Dann nehmen wir dich, denn da versteckt sich wieder was. Ist zwar, glaube ich, nur eine Hydra, aber haben oder nicht, ihr Lieben. So. Und rein mit euch. Geschafft, gehackt. Nee, es war gar nichts. Schade. Okay, dann war meine Theorie doch nicht so ganz richtig. Dann ist es einfach nur ein erhöhter Wert. So, dann mache ich die drei platt. Dann mache ich die beiden platt. So. Machen wir erstmal so. So, dann kommen wir da heimlich still und leise aus der Ecke. Zack, und gehackt. Wunderbärchen. Weiter geht's. Oh, ey, ihr merkt echt, ich bin ziemlich angefixt von dem Spiel. Es fällt mir echt schwer, mich loszureißen, also. So, einige Bauernopfer gezündet. Dann dürftest du den Sack zumachen können, mein kleiner Racker. Und natürlich schafft er es sehr gut. Dann versuchen wir dich nochmal hier Platz zu machen. Kriegen wir dann ein bisschen mehr von. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh, vielleicht versaue ich es mir mit dem da oben. Nein, mein Virus ist schneller. Sehr schön. Und sehr viel Schotter haben wir damit gemacht. Und wir können uns mal wieder einen Exploit leisten. Sehr schön. Das freut uns doch. Den knallen wir da schön rein. Und dann gönnen wir uns mal wieder eine Hydra. So, wie viel Zeit haben wir noch? 14 Minuten. Ja, komm, dann holen wir uns wenigstens alles. Wenigstens alles ist auch geil. So. Sollte passen. Oh ja, das wird sowas von passen. Ui, gehackt. Sehr schön. Dann holen wir uns die hier. Und auf zum Kern des Ganzen, zu des Pudels Kern, der gehackt wird. So. Leider können wir uns keinen Exploit leisten. Das heißt, wir müssen jetzt hier in den sauren Apfel beißen und mal versuchen, um eine Firewall rumzukommen.
Ui, der ist aber an sich schon sehr tricky. So, ich muss noch ein paar Bauernopfer zünden. Moment. So, der wäre besser, der reißt nämlich die drei hier mit. Oder? Ah, versuchen wir es erstmal. Okay, gut. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück und guck, was passiert. Okay, gut. Jetzt habe ich das Prinzip der Firewall endlich mal verstanden. Also. So, der muss viel Luft haben, weil der muss an die Firewall rankommen. Okay, wir versuchen es mal. Ah, Mist, der da unten war zu nah. So, jetzt habe ich aber einen, der definitiv rankommen wird. Das ist schon mal nicht so verkehrt. So, jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich von dem da oben aus dahin komme. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, ich bin nicht da zu nah dran. Oder da unten. Wir müssen es einfach versuchen. Versuch macht klug. Ja, ich glaube, das wird so nichts. Nein, leider nicht. Schade. Und wenn wir da einzünden. Da und da. Und da. Okay, die Firewall unten ist jetzt schon mal weg. Das ist mein letzter Versuch hier. Ich werde mich danach einfach an die Hauptnote machen, aber das, so wie ich das sehe, wird das hier sowieso nichts. Nee, das können wir knicken. Das wird so nichts. Wir holen uns aber die beiden noch, weil vielleicht können wir uns dann noch schnell einen Exploit freischalten und vielleicht schaffen wir es dann doch noch, der Gerät zu hacken. Aber wobei, gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt keine Zeit verschenken, denn wir haben nur noch 9,45. Zack, gehackt. So, einmal ein paar Bauernopfer. So. Sack zumachen, ist ja recht easy hier. So, reicht's für einen Exploit? Nein, natürlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns einfach um die Hauptnode. Um die Root Node. Die will ja auch gemacht werden. So, da unten ist es besonders haarig. Deswegen zünden wir da mal zwei Bauernopfer. Und ja, dann legen wir mal los. Hoffentlich haut der mir jetzt nicht zu früh rein. Komm, schneller, schneller, schneller. Jawohl, geschafft. Sehr schön. Root Node gehackt. Und wir laden es runter. So.
So, ihr Lieben, jetzt werde ich aber meinen Cut machen. Erstmal schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Fazit, es ist auf jeden Fall ein bisschen suchtmachend, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Casual ist. Aber mir macht es tierisch viel Spaß. Kann es jedem wärmstens weiterempfehlen. Vor allem, wenn ihr ein VR-Headset habt, dann wirkt das, glaube ich, echt richtig geil, wenn man sich dann rumdreht und die ganzen Hacknotes so sieht. Auf jeden Fall ganz, ganz großes Lob an ihr, McNeil. Es macht irre Laune, auch wenn es ein einfaches Puzzlespiel ist und ich bin ja eher so ein storylastiger Typ. Aber mir macht es riesigen Spaß. Die Grafik ist gut, auch wenn auch simpel. Und das Spielprinzip ist einfach genial. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Angezockt oder bei einem meiner Let's Plays. Ihr Lieben, bis dann. Tschüssikowski.